Hey und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Kerstin und wir machen heute Eis. Und als erstes brauchen wir dafür 200 Gramm Erdbeeren und zwei große Bananen. Ihr könnt auch drei kleine Bananen nehmen, aber das, also das mit dem Verhältnis hier stimmt. Und als allererstes werde ich die Erdbeeren zerhäckseln und auch die Bananen, also zu einem Mousse verarbeiten und die beiden dann zusammen in die Rührmaschine geben. Also wir machen ein Eis. So ein Erdbeer-Bananeneis. Und danach versuche ich mal ein Bananenschoko-Eis. Also Banane und Schoko passt ja mal gut zusammen. Und dann würde ich sagen. Und als allererstes packe ich hier die Erdbeeren rein. Harte Sachen nämlich immer nach unten. Und zum Schluss, wenn das hier fertig püriert ist, kommen dann die Bananen dazu. Und als erstes. Die Erdbeeren gemixt. So. Aber hier oben rein. Und. Und ich werde das alles schön runterschieben. Man kann natürlich auch frische Erdbeeren nehmen. Ich habe jetzt zwei gefrorene genommen, damit das schneller geht. Und wie man sehen kann, das ist jetzt, wäre jetzt auch schon so ein nur Erdbeereis. Aber wir wollen ja noch Banane damit rein haben. Und deswegen werde ich jetzt einfach hier meine Banane schälen. Und die kommt dann einfach dazu rein. Und noch meine zweite. Und wie ihr ja gesehen habt, da muss kein Wasser oder irgendeine Flüssigkeit dazu. So. Und das Ganze kommt jetzt wieder zum Mixen. Also das Ganze hat dann doch nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe jetzt hier noch etwas Hafermilch dazugegeben. Ja, deswegen ist es jetzt etwas ja, Smoothie-lastiger, lustiger. Aber das gießen wir jetzt einfach hier rein. Das stand jetzt im Gefrierschrank. Noch nicht mal 24 Stunden, aber ich hoffe, es klappt trotzdem. Also man gibt das hier rein. Und dann... So, und das bleibt jetzt hier drin, bis es eine schön cremige Konsistenz bekommen hat. Und dann kommt es in den Gefrierschrank und dann hole ich das da raus und dann machen wir die Schoko-Version. Ja, jetzt müssen wir warten. Man kann jetzt hier schon richtig gut sehen, dass es schon fast fertig ist. We'll be right back.
habe ich schon meine Schokomasse fertig gemacht, die auch gleich hier reinkommt. Aber als allererstes ist unser Erdbeereis fertig. Und jetzt habe ich hier so eine Dose, wo das alles reinkommt. Und erstmal für 4 Stunden im Gefrierschrank geht. Und das Ganze hat jetzt hier so 40 Minuten gedauert, bis das schön fest war. Also so wie ich es haben wollte. Und das schaufle ich jetzt hier so rein. Und dann muss man sich auch beeilen, weil das fängt ja jetzt wieder an zu schmelzen. Und gleich kann dann hier das Schokoeis rein. Also Schokobanane. So, denn mein Eis ist jetzt fertig. Ich habe das über Nacht einfach durchfrieren lassen. Ja, nach 4 Stunden kann man es ja trotzdem so einfach essen, aber ich wollte es durchfrieren lassen und jetzt ist es komplett hart. Also müssen wir kurz warten und dann kann ich es rausnehmen und dann wird probiert. Ja, ich hoffe, dass es gut ist. Also. Ja, zum Beispiel beim Schokoeis hier. Ja, da kann man. So. Und hier ist jetzt das fertige Eis. Das habe ich über Nacht jetzt dort drin stehen lassen. Ist dann ziemlich schwer zu kriegen, aber es musste halt einfach einmal durchfrieren. Und was mir noch aufgefallen ist, oder was mir noch eingefallen ist, dass man beim Schokoeis auch einfach Datteln dazu reinmachen kann für die Süße. Aber ich muss sagen. Vielleicht schmeckt es auch ohne andere. Also ich bin nicht so für süße Sachen, aber das hier ist ziemlich gut. Also man kann da gerne noch was zumachen, aber da muss eigentlich nichts weiter dazu. Und jetzt zum Äppereis. Das ging ein bisschen leichter aus. Ja. Ich weiß gar nicht, welches ich besser finden soll. Schmeckt beides so ziemlich gut. Und das war's auch schon wieder mit meinem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und macht auf jeden Fall das Eis nach. Super lecker geworden. Und ich werde jetzt das Eis aufessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal einfach wieder.